Ja, in diesem Video geht es um Öffnungen und Lasten im analytischen Modell von Revit. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Öffnungen in Revit zu erzeugen. Zum einen haben wir hier die Möglichkeit, über Bauteil platzieren zu gehen. Da haben wir ja zum Beispiel Deckenöffnungen rechteckig, Deckenöffnungen elliptisch und so weiter. Dann gibt es als zweite Möglichkeit, hier mit Schächten und Wandöffnungen zu arbeiten. Und die dritte Möglichkeit, und das ist die, die wir empfehlen, wenn man eben das analytische Modell im Blick hat, die dritte Möglichkeit ist, hier mit Begrenzung bearbeiten umzugehen. Ich wähle also hier mal die Decke an und dann erscheint dort oben Begrenzung bearbeiten und nun sieht man hier wieder mit rosa die Umfahrung der Decke und hier die Spannrichtung. Wir können jetzt entsprechend hier auswählen, welche Geometrie wir da einsetzen wollen, zum Beispiel ein Polygon oder hier in das Treppenhaus eine Öffnung mit gewissen Abmessungen. Ja, dann können wir das bestätigen. Es kommt wieder die Frage, ob die Wände fixiert werden sollen an der Decke. Ja, das soll so sein. Und wenn wir jetzt einmal in das Berechnungsmodell hier reinschauen, im Dreidimensionalen, dann sieht man eben diese braune Umrandung, die ja die Umrandung der analytischen Decke ist. Und das umrandet auch entsprechend hier die Öffnungen. Das funktioniert also sehr gut. Deswegen ist das unsere Empfehlung. Ja, ich nehme mal wieder hier diese Öffnung raus. So. Und wir gucken uns als nächstes die Möglichkeit der Lasteingabe an. Dafür schauen wir zunächst mal hier auf Berechnung und dort gibt es ja Lastfälle. Hier sind jetzt bei mir einige eingestellt, die ich nicht alle brauche. Ich lösche die mal raus. Ja, Erddruck will ich Ihnen gleich zeigen, aber Wind, Schnee, das ist ja alles prinzipiell die gleiche Vorgehensweise. Ich lasse mal G, Eigengewicht, veränderliche Last und Erddruck drin. Und wir können direkt loslegen, hier jetzt eine Last einzugeben. Hier oben erscheinen sechs Möglichkeiten. Einzellast, Linienlast, Flächenlast und dann noch die abhängigen Einzellasten, Flächenlasten und Linienlasten. Abhängig bedeutet eben, dass sie fest einem Bauteil zugeordnet sind. Jetzt habe ich den Befehl abgebrochen, wollte ich nicht. Da sind wir wieder. Wir gehen als erstes hin und ja, machen einfach mal eine abhängige Flächenlast. Ja, dann wird hier angeboten G1, das ist ja eben ein ständiger Lastfall und wir hätten beispielsweise eine Deckenaufbaulast von 1,3 Kilonewton pro Quadratmeter. Dann muss ich sagen, was denn bitte? Hier die Decke soll es sein und dann erscheint dort auch die entsprechende Darstellung der Lasten. Jetzt will ich noch eine Verkehrslast zusätzlich aufbringen. Nehme ich hier also Q und sage zum Beispiel 2,3, beispielsweise 1,5 und 0,8 für Trennwände, also 2,3 als Verkehrslast. Auch hier wähle ich die analytische Decke aus und habe damit die Last gesetzt. Gut, machen wir vielleicht noch eine weitere, was auch interessant sein könnte. Ja, vielleicht machen wir eine freie Flächenlast als Trapezlast. Also wir gehen hier auf Flächenlast, diesmal frei. Jetzt müssen wir hier natürlich sagen, wo denn, wo soll es denn hingehen? Also müssen wir die Arbeitsebene festlegen. Das wählen wir hier aus. Und jetzt kommt uns zugute, dass wir in dem vorherigen Video ja hier eine Ebene definiert haben, eine Referenzebene. Das war die
Berechnungsmodell Außenwand Park, die wähle ich hier einfach aus. Und wenn ich es mal anzeigen lasse, dann sehen Sie, das ist jetzt genau die hier, die bei einem Drittel der Wand damals definiert wurde. Und genau da sind wir ja richtig mit unserer Last, weil wir wollen ja genau auf das Berechnungs- oder das analytische Modell dieser Wand jetzt eine Last aufbringen. Ja, schalte ich die Anzeige mal wieder aus. Wir sind ja richtig und können jetzt sagen, wir wollen also eine Erddrucklast aufbringen. Das Koordinatensystem soll das der Arbeitsebene sein und der Wert ist zum Beispiel ja, 5 kN pro Quadratmeter. Dann müssen wir jetzt noch sagen, wohin. Also ich fasse jetzt hier entsprechend das Rechenmodell der Wand und bestätige das. Ja, jetzt haben wir hier zunächst mal eine gleichmäßige Flächenlast und wir sehen auch, dass sie in die falsche Richtung zeigt. Das heißt, ich hätte hier ein Minus eingeben müssen, ist aber schnell geändert. Und ich hatte ja versprochen, es soll eine linear veränderliche Flächenlast, eine Trapezlast sein. Also wähle ich die Last nochmal aus und da gibt es da oben die Möglichkeit, Begrenzung zu bearbeiten und hiermit ist eben die Begrenzung der Last gemeint. Jetzt muss man hier oben schauen, da gibt es die Möglichkeit, Referenzpunkte zu definieren. Ich klicke da drauf und wenn ich jetzt hier in die Ecken diese Wand gehe, ich muss mal ein bisschen größer zoomen, damit Sie was erkennen können, dann erscheinen da so Pluszeichen. Da sind Pluszeichen. Immer wenn ich in eine Ecke komme, erscheint dieses Pluszeichen. Ich kann also jetzt hier drei Wandpunkte definieren. Ich gehe mal hin und sage, das ist mein erster Wandpunkt. Es steht da auch eine kleine 1. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Da ist die 2 und da oben soll die 3 sein. Und genau diese drei Punkte kann ich jetzt hier wiederfinden im Eigenschaftenfenster FZ an Punkt 1. Kann ich jetzt also beispielsweise auf 10 setzen, dann FZ2 auf minus 5 und 3 lassen wir auf 0 und dann bestätigen wir das. Ja, und da sieht man ja sehr schön, dass wir also eben auch eine Flächenlast, die nicht nur gleichmäßig ist, also als Trapezlast wunderbar darstellen können. Gut, das nächste und das ist auch das letzte, was ich in diesem Video mit Ihnen machen möchte, das ist Flächenlasten teilen. Und da kommen wir natürlich jetzt schon dann auch wirklich zu Sophistik-Funktionen. Es gibt ja bei uns bei der Sophistik die Sophistic Analysis and Design Ribbonbar hier oben, die den Übergang zu unserer Statik darstellt. Und ich zeige Ihnen mal, wie das geht, weil Flächenlasten teilen per se ja keine Funktion in Revit ist. Also, was macht man? Wir gehen auf Ingenieurbau und finden hier den Befehl Modelllinie. Und wenn ich ihn auswähle, sehen Sie, taucht hier jetzt der Sophistic Load Divisor als Linienstil auf. Und da will ich einfach mal jetzt hier so ein Schachbrett erzeugen. Ich gehe mal entlang der Achsen. Beziehungsweise hier ist es sicherlich schlau, die Referenzebene auszuwählen. Das wäre meine erste Linie, meine erste Modelllinie. Und die will ich jetzt noch kopieren. Also hier kopieren. Von dort nach hier und auch noch
dorthin. Das waren die drei Vertikalen. Und dann machen wir jetzt auch noch mal das Gleiche in der anderen Richtung, also Modelllinie auswählen. Und das soll mal hier der Fall sein. Ja. Vielleicht ziehen wir die ein bisschen länger. Kann man mehr sehen. Und auch diese Linie wollen wir wieder kopieren. Von hier nach da. Nach da. Hier auf die Achse 1 und schließlich auch auf die Achse 0. So, damit haben wir unsere Vorarbeit geleistet. Wir können ins 3D-Modell gehen. Da tauchen diese Linien jetzt auch auf. Und jetzt gehen wir eben auf dieses Sophistic Analysis Design Ribbon Bar und finden hier unter Lasten den Befehl Flächenlasten teilen. So, und jetzt muss er natürlich wissen, welche Last. Ich möchte die Verkehrslast natürlich teilen und ich muss jetzt auch sagen, an welchen Stellen. Ich wähle mal alles aus, sage fertigstellen und möchte hier mit dem Lastfall 201 starten. Hier kommt ein Hinweis, den erkläre ich Ihnen gleich noch. Die Teilung der Flächenlast hat jetzt stattgefunden, aber man sieht es noch nicht. Das war der Hinweis. Und dafür gibt es, wenn wir jetzt mit VV die Sichtbarkeiten hier mal aufrufen, einen Filter von der Sophistic. Und hier kann man jetzt sagen, ich möchte die geteilten Flächenlasten anzeigen lassen. Bestätige das. Und jetzt können Sie hier erkennen, dass wir jetzt eben Lasten entsprechend schachbrettartig geteilt haben, was wir dann für die Statik dringend benötigen. Man erkennt das auch, wenn ich mal so eine Last auswähle. Hier an dem Sophistic Load Divisor, da steht eben Divided. Während, wenn ich nochmal zurückgehe auf den Originallastfall, wenn ich diese Last auswähle, dann steht hier eben entsprechend bei Sophistic Load Division Original. Ja, das war die Vorbereitung des analytischen Systems. Warum? Natürlich, weil wir das Ganze jetzt auch berechnen und bemessen wollen. Deswegen haben wir jetzt auch schon den ersten Schritt hier zu der Sophistic Ribbon Bar gemacht. Und im nächsten Video legen wir damit los. Wir brauchen dann noch Auflager natürlich. Und ja, dann starten wir mit der Berechnung. Also, danke und bis dahin.